Elefanten gehören zu den intelligentesten Lebewesen der Welt. Sie verfügen über ausgezeichnete Problemlösefähigkeiten und sind äußerst einfühlsam. Aber als sich eine Elefantenkuh in einer stressigen Situation befand und stundenlang an einem Loch grub, konnte niemand verstehen, warum sie das tat, bis sie etwas Unerwartetes herauszog. Wie du weißt, Elefanten vergessen nicht, also vergiss auch du nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal kostenlos zu abonnieren. Im Jahr 2015 wurde eine Herde von 60 Elefanten auf ihrer Reise durch Nordostindien gesichtet. Die Herde war bereits meilenweit gelaufen und schien müde zu sein. Dann geschah etwas Unerwartetes. Viele Dorfbewohner im Bezirk Chadra waren es gewohnt, Elefanten durch ihr Dorf ziehen zu sehen. Es war kein ungewöhnlicher Anblick, die Elefanten auf ihrer Wanderung zu beobachten. Doch es gab einen Elefanten, der sofort aus der Gruppe herausstach. Doch warum? Nun, sie verhielt sich sehr merkwürdig. Stunde um Stunde kreiste sie um eine schlammige Stelle auf einem Feld und kam nicht zur Ruhe. Die Dorfbewohner konnten nicht verstehen, warum sie das tat. Die Elefantenkuh begann in kürzester Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Viele der Bewohner standen um das Tier herum, als der Elefant begann, ihren Rüssel in das schlammige Feld zu stecken. Sie war zu diesem Zeitpunkt vollständig von ihrer Gruppe getrennt. Den Dorfbewohnern wurde bald klar, dass der Elefant unter der Erde nach etwas grub. Sie nutzte ihren Rüssel als Schaufel, als würde sie ein Grab ausheben. Und es sah nicht danach aus, als würde sie in absehbarer Zeit damit aufhören. Ab und zu trat sie zurück, offensichtlich aus Erschöpfung. Die arme Elefantenkuh grub weiter für ganze 11 Stunden. Sie grub bereits so lange, dass zu diesem Zeitpunkt der Großteil der Herde bereits ohne sie weitergezogen war. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang grub und grub sie. Die Dorfbewohner machten sich Sorgen, dass sie gefährlich sein könnte. Nachdem so viele Stunden vergangen waren, wussten die Menschen, dass sie eingreifen mussten. Sie begannen vorsichtig vorzugehen für den Fall, dass der Elefant gefährlich war. Als sie näher kamen, verstanden sie, was vor sich ging und waren schockiert. Schließlich erkannten sie, weshalb die Elefantenkuh seit so langer Zeit an dem Loch grub. In dem Loch, das sie aushob, befand sich ihr kleines Kalb. Es schien, als wäre ihr Baby im Schlamm versunken und schaffte es nicht von alleine, sich zu befreien. Unglücklicherweise machte es die Elefantin, ohne es zu wissen, die Situation nur schlimmer. Je mehr sie grub, desto tiefer versank das Baby im Untergrund. Die Dorfbewohner wussten, dass, wenn sie nicht einschreiten würden, das Elefantenbaby bald ersticken könnte und es nicht schaffen würde. Den Menschen war ebenfalls bewusst, dass es kein einfaches werden würde, das Kalb zu befreien, doch sie waren fest entschlossen, alles Erdenkliche zu probieren. Sie setzten sich also zusammen, wurden kreativ und entwickelten gemeinsam einen Rettungsplan. Zunächst fuhren sie mit einem Bananenwagen nahe an den Unglücksort heran, um das Muttertier zu verängstigen und sie von dem Ort zu entfernen. Als sie schließlich in sicherer Entfernung war, nutzten sie die Zeit, um den Haufen an Sand zu entfernen, den die Mutter nahe des Lochs anhäufte und der es ihr erschwerte, an das Baby heranzukommen. Nachdem sie dies getan hatten, bewegten sie den Bananen-LKW wieder weg, sodass die Elefantenkuh wieder zurückkehren konnte. Sie hofften, dass sie nun genug Platz hatte, um das Baby zu packen und es herauszuziehen. Endlich, nachdem sie 11 Stunden an dem Loch grub, gelang es dem Muttertier, ihr Baby aus dem Loch zu befreien. Sie wickelte ihren Rüssel um den Körper des Kalbs und begann es herauszuziehen. Nach ein paar Anläufen hatte sie ihr Baby schließlich wieder an ihrer Seite. Alle Dorfbewohner waren überglücklich, als die Elefantenmutter ihr Baby erfolgreich aus dem Schlamm gezogen hatte. Nach all ihrer harten Arbeit war das Kalb endlich wieder mit seiner Mutter vereint. Doch die Bewohner bemerkten noch eine weitere Sache. Die beiden Elefanten liefen mit ihren Rüsseln ineinander verschlungen davon, als würden sie Händchen halten. Sie waren auf dem Weg zurück zu ihrer Herde, in der Hoffnung, ihre Familienmitglieder und Freunde wiederzufinden. Eine ebenso spannende Geschichte ist die von zwei Löwen, die auf einen verletzten Fuchs stießen. Was einer von ihnen tat, ist unglaublich. Zu dem Video kommst du hier.